Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin ja ein Ganzjahresgriller. Nicht so perfekt wie meine Bekannten, der Kollege Günter Buger oder Thomas Gerlach, aber ich gebe mir Mühe mit meinem alten Weber-Grill und es macht Spaß. Ich genieße es, Speisen vom Grill zu servieren, Fleisch, Fisch, aber natürlich auch Gemüse. In diesem Jahr habe ich einen wirklichen Meister am Grill kennengelernt. Karl-Heinz Drees war zu Gast bei meinem Lieblingswirtshaus, Gasthaus, Gasthof Heinzinger in Rottbach. Dennis Kleinknecht, selbst ein Meister hinter den Töpfen, hat seinen Kumpel Drees eingeladen und zusammen ein mehrgängiges Menü gezaubert. Ich habe darüber in meinem Blog Redaktion 42 ausführlich gebloggt. Während der Meister in der Küche gezaubert hat, habe ich mir von Karl-Heinz Drees sein Buch angeschaut. Er hat ein Kochbuch geschrieben, Kings of Fire. Und hier ist es, und ich war sehr, sehr begeistert. Co-Autor ist Jürgen Kernegger. Und Kochbücher dienen mir persönlich, hier habe ich sogar ein Autogramm vom Meister. Kochbücher dienen für mich in erster Linie als Inspiration. Ich muss nicht gleich alles nachkochen, was hier drin ist. Aber ich ja, sehe es als Inspiration. Ich blättere gerne in den Büchern, um auf Ideen zu kommen. Und auch hier habe ich viel geblättert und habe viel gelesen, die Augen essen mit. Es gibt zusätzlich zu den Rezepten sehr, sehr viele gute Informationen und das fand ich auch interessant, eben nicht nur eine Rezeptsammlung, sondern ja, wirklich auch sehr, sehr, sehr feine Leckereien und ja, hier einfach mal ein paar Rezepte zum Durchblättern, dass ihr das mal seht. Gefüllte Paprika, also einige Sachen, Bavarian Stew, tolle, tolle Sachen. Und es macht Spaß. Es gibt zusätzliche Informationen über verschiedene Grillstellen, Bezugsquellen, Diskussionen über Wildbret, über Tiere. Also ich kann dieses Buch absolut empfehlen. Ich finde Köche wie Karl-Heinz Drees sehr, sehr originell. Er ist ein Showkoch aus Schwaben und er zelebriert alles sehr, sehr wunderbar. Zitat: Als Wahlmünchner mit schwäbischer Seele treibt mich am Herd Motorhead und nicht zuletzt Mozart zu kulinarischen Höchstleistungen an. Ich bin nicht nur ein Dine-Fining-Koch, sondern auch ein Metzgermeister und Metzgermeister und ein Barbecue-King, bekannt aus D-Max. Der Grill ist meine Bühne und Feuer mein Element. Nun, für mich ganz klar, wer Motorhead hört, kann kein schlechter Mensch sein. Die Beiträge aus D-Max kenne ich nicht, weil ich kein Fernsehen schaue, aber ich habe Karl-Heinz Drews live und in Farbe erlebt und so soll es sein. Ich liebe seine Show, die er in Rottbach vorgeführt hat und mein Motto ist meine Passion, sagt er. Also, als gelernter Metzgermeister dry age ich selber, smoke und veredle mein Fleisch. Beim Sous-Vide-Garen à la Kalle direkt in den hochprozentigen. Beim Barbecue kenne ich keine Grenzen, sagt er. Von klein bis groß kommt alles auf meinen Grill. Und ich möchte euch eben dieses Buch hier nochmal empfehlen, ans Herz legen. Ist eine tolle Sache, erschienen bei Südwest. So, jetzt seht ihr es auch. Erschienen bei Südwest, da ist es. Und ganz klare Empfehlung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Rezepte auch gibt und ein paar Hinweise, wer denn auch gute Grillgeschichten macht. In diesem Sinne, einen schönen Tag und alles Gute.